Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick mit dem aktuellen Skoda Enyaq Coupé RS. Und ihr seid bei Car Ranger. Alle, die schon länger dabei sind, wissen, dass ihr hier den ehrlichen Testbericht und einen Einblick, also das, was man auf den ersten Blick wahrnimmt, bekommt. Alle, die es noch nicht wussten, können es gerne abonnieren. Aber die Frage ist doch, was nimmst du hier auf den ersten Blick wahr? Und wir sind ja offen und ehrlich. Deswegen seht ihr das, was ich in der ersten Minute wahrgenommen habe. So, das sind also die ersten Eindrücke, wenn man unterwegs ist mit dem Enyaq. Navigation ist völlig off, auch während der Fahrt. Wir sind auf einer Autobahnraststätte, das Auto ist nicht da. Ich würde jetzt gerne dieses Lied hier in laut hören, aber laut hören geht nicht. Das Touchfeld ist tot. Ich kann die Lautstärke nicht verändern. Navigation ist irgendwo, aber nicht da, wo wir zu Hause sind. Und ich kann auch nicht, also mein Telefon habe ich verbunden bekommen, aber ich kriege auch keinen SmartLink hinbekommen. Das heißt, ich kriege auch Apple CarPlay nicht zum Laufen. Also kein CarPlay, keine Lautstärkeveränderung, keine Navigation. Und das ist nur der allererste Eindruck, der diese... Ich meine, ich will doch hier nur irgendwie die Lautstärke verändern. Ich will eigentlich nur das Lied, welches mir hier oben angezeigt wird. Ich kann sogar die Länder noch, die Sender noch weiterspringen. Aber ich will doch jetzt nur diesen Sender laut hören. Ich will euch jetzt gerade eine Runde Tom Odell geben. Kann ich nicht. Da kommt Liebe auf. In der ersten Minute. Wir sagen ja, Autos heute sind rollende Smartphones. Und wenn das der erste Eindruck ist, dann wird das Auto es also heute ein kleines bisschen schwer haben. Wobei ich eigentlich sagen musste, wenn das nicht so wäre, hätte ich echt ein Problem. Denn ich bin bekanntermaßen nicht der größte SUV-Freund. E-Mobilität muss ich sagen, ja gut, habe ich hier und da so meine Zweifel, obwohl die Autos zum Teil gut sind. Aber das Auto hätte mich echt in Bredouille bringen können. Und warum das so ist, zeige ich euch jetzt. Ein Enyaq Coupé. Wir haben uns den normalen Enyaq schon mal angeschaut. Und da war schon der Titel, ist das das beste E-Auto für Familien? Und das ist auch ein Auto, was uns gut gefallen hat. Jetzt haben wir also so eine Variante mit viel mehr Leistung und auch noch die Coupé-Form. Und ich muss sagen, meistens habe ich mit SUV-Coupés so meine Problemchen. Das hier ist vielleicht aber ein kleines bisschen eine andere Nummer und das decken wir nach und nach so auf. Das heißt, wir fangen beim Design an, gehen dann zum Innenraum, wo wir leider jetzt schon einen Einspieler davon gesehen haben, dann zur Technik fahren eine Runde und am Ende gibt es einen Score. Und das von vorne, das kennen wir im ersten Moment ja mal, weil wir uns den normalen Enyaq schon angeschaut haben. Was die RS-Modelle alle mit dabei haben, ist aber das Crystal Face. Das heißt, wir haben hier 131 LEDs, die sehr intensiv leuchten. Vor allem, wenn man das Auto nachts mal aufmacht und wieder zumacht, die Animationen, die dann kommen, wie das aussieht. Ich habe versucht, für euch einzufangen. Das sieht schon wirklich sehr krass aus. Das muss man wollen. Das ist ja präsent. Andererseits, wenn jemand seinen Skoda Enyaq in Mamba Grün Uni bestellt, also dieses Neongrün, und ich versuche die Farbe irgendwie für euch drauf zu kriegen, ich finde es richtig geil. Aber da muss man der Typ für sein. Und wenn man der Typ für diese Farbe ist, ja, dann kann man wahrscheinlich auch mit dem Crystal Face gut leben. Aber eine sehr, sehr intensive, besondere Farbe. An der Seite steht nochmal Skoda Crystal Lighting. Zum Thema Licht. Das Fernlicht hat eine sehr hohe Helligkeit, ist sehr intensiv. Also man merkt auch einen sehr großen Unterschied zwischen dem Ablend und dem Fernlicht. Das Einzige, was er nicht so gut kann, er hat 24 Module je Seite oder 24 einzelne LEDs je Fernlichtmodul. Ja, aber anderen nicht blenden wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Er blendet da gerne mal den einen oder anderen so richtig fett weg. Ja, aber dafür sieht man halt selber sehr gut. Apropos sehen, was sehen wir hier? Kunststoff, eine Aeroblade. Das heißt, man wollte den CW-Wert, der beim Enyaq grundsätzlich recht niedrig ist, tief bekommen, auch mit den Felgen. Und man bekommt ihn mindestens mit 20 oder wie in dem Fall mit 21 Zoll Felgen ab Werk auf 235er Reifen. Man sieht aber auch, wenn man hier schaut, man hat noch so eine Art Air-Curtain, der sich bildet. Also CW-Wert war sehr wichtig. Und dann diese 21 Zoll ab Werk. Die lieben natürlich Bordsteinkanten und da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Sie stehen dem Fahrzeug aber, ich finde, sehr gut. Meine Frau finde nicht so gut, aber ich muss sagen, ich finde die Felge an sich sehr schick. Und ein Stückchen weiter oben steht dann auch nochmal VRS. Und dieser V-Grünton und das Mamba-Grün ist halt genau die gleiche Farbe. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Dieser Schwung hier ist aber der Grund, warum wir nochmal da sind. Und das ist ein Mehrwert zum normalen Enyaq Coupé. Denn es ist ein SUV-Coupé. Und ich muss sagen, es gibt Autos wie das Cayenne-Coupé. Also, ich mag grundsätzlich den Cayenne, aber ein Cayenne Coupé, da tue ich mir optisch schon schwer mit. Der hier löst es aber aus meiner Sicht ein kleines bisschen geschmeidiger, weniger wülstig und Co. Das Ganze sieht schon sehr vom CW-Wert gezeichnet aus. Ich finde aber,
Das sieht sogar ganz gut aus. Er baut halt insgesamt sehr massig auf, was man gut von der Seite sehen kann, weil es halt diese SUV-Grundattitüde hat. 4,65 Meter ist er lang, logischerweise auch ziemlich breit, also ein ganz schöner Koloss von einem Auto. Arbeitet hier sehr viel mit dem Thema Lichtbrechung aus. Das Einzige, was schade ist, wenn hier unten bildet sich immer so eine Kante und guck mal, ich kann da meinen Finger reinschieben. Das ist nicht gut. Also ich sage nicht, dass die Verarbeitung damit schlecht ist, aber die Wirkung hier, es sieht immer so aus, als ob ich hier quasi keinen Spalt und hier unten einen riesengroßen Spalt. Aber jetzt könnte man denken, ja gut, da hat man einen Treffer hier bekommen. Ist bei der anderen Tür genau das gleiche. Und das ist ein bisschen schade. Was gut ist, wenn ich für mindestens 63.300 Euro ein Enyaq Coupé RS bestelle, kriege ich immer hier oben dieses Glasdach mit dazu. Und das ist cool, das sehen wir gleich noch von innen. Dadurch ergibt sich auch immer dieses schwarze Dach und das Ganze ist nicht mit in Mamba-Grün gehalten. Genau, und dadurch, dass wir diese fließende Form, die gut für den CW-Wert ist, haben, haben wir dann halt hier hinten eine sehr, sehr kurze Abrisskante nur. Das Lichtthema von vorne setzt sich dann gut hier innen fort mit diesen einzelnen LEDs. Ich muss sagen, das sieht schön aus. Das ist auch gut, mal wieder ein Auto zu sehen, wo man nicht das Leuchtband durchgezogen hat. Dafür steht halt hier in der Mitte riesengroß Skoda. In schwarzen Lettern und Enyaq EV dafür, dass wir elektrisch unterwegs sind. Gibt natürlich keine Intro oder irgendwie solche Scherze, sondern angedeuteten Diffusor, aber nichts Übertriebenes. Keine besonderen Sicken, Kanten, kein Spoiler hinten. Das wäre auch alles nicht unbedingt gut für den CW-Wert. Hier unten sieht man dann die Rückfahrkamera, die eine eigene kleine Waschdüse hat. Oh la la. Und verhältnismäßig tief dann hier logischerweise der Taster zum Öffnen. So, und wenn wir uns dann hier einmal das Ganze gemütlich machen, sehen wir, dass wir selbst in dem Coupé mindestens 570 Liter haben. Sieht ein bisschen klein aus für 570 Liter. Ich weiß nicht, ob das stimmt und was Sie mitrechnen. Wenn man umlegt, werden es 1610. Ganz cool sind halt solche Lösungen wie hier, dass man sein Skoda-Täschchen mit dabei hat. Und in seinem Täschchen, das Ladekabel hat quasi fast die gleiche Farbe wie das Auto. Das freut uns. Ich kann auch von hier fern entriegeln. Meine Rückbank, damit sie nach vorne klappt. Auch das ging jetzt super, super easy. Verbandszeug und Co. Hier hat unbedingt 12 Volt Dosen. Ist keine Riesenüberraschung. Da gibt es natürlich noch verschiedenes praktisches Zubehör. Und wenn man hier reinschaut, hat man ein sehr großes Fach, um nochmal was abzulegen, beziehungsweise mehrere große Fächer. Ja, und wenn man die mitrechnet, kommt man halt auf 570. Warum macht man das dann? Ich finde gerade selber Dinge raus. Eine Sekunde, das packen wir hier rüber. Dann haben wir zum Beispiel diese Dinger. Jetzt fragt man sich, was ist denn das hier? Und warum kann ich das so biegen? Das sind quasi Gepäckabtrenner. Das heißt, ich platziere einen jetzt mal hier. So. Das seht ihr dann gleich in der Einblendung. Und dann, das ist per Klett an meinem Boden. Und dann rutscht mein Gepäck dagegen, kann aber nicht weiterrutschen. Das ist durchdacht und clever. Und drunter habe ich viel Platz. Warum macht man dann diesen Boden rein? Klar, damit ich keine Ladekante habe. Ganz schön praktisch für so ein Coupé. Und das ist auch der Punkt, wo ich sagen muss, der Auto bringt mich eigentlich in Bredouille, weil ich mag keine SUV-Coupés. Aber er ist ziemlich praktisch und durchdacht. Und ich finde ihn auch schon ein bisschen hübscher als den normalen. Und preis-leistungsmäßig, ich meine, da kommen wir im Fazit dazu, ist es eigentlich auch nicht schlecht. Aber ihr erinnert euch doch noch an die erste Minute von dem Video und wie ich innerlich ausgeflippt bin dafür, dass nichts in dem Auto funktioniert. Und dazu kommen wir jetzt. Habe ich eine besondere Einstiegsleiste? Nein, habe ich nicht. Macht mir aber auch nichts, weil ich etliches anderes an RS-Gadgets bekomme. Das heißt, als erstes fallen mir persönlich die Sitze auf, die auch oben noch diese Stickerei haben. Und es wird unterteilt in die Lounge und in die Suite. Die Suite, so wie wir es hier haben, ist Leder. Die Lounge, die Standard ist Alcantara. Ähnliches Farbspiel. Man hatte immer schwarz mit dem Grünthema so ein bisschen gemischt. So, dann drehen wir hier einmal die Lüftung ein bisschen nach unten. Das wäre jetzt natürlich die erste Herausforderung. Man geht also einmal auf Klima. Und wie wir sehen, wird alles hier oben über das Display gelöst. Aber wir waren gerade beim Thema RS. So, das heißt, ich habe diese Sitze, in dem Fall halt die Suite-Variante. Wir haben Carbon-Inlays hier als Interieurleisten. Auch hier das Kunstleder, das gehört zum Thema Suite, gibt es dann auch logischerweise in Alcantara. Wir haben einen dunklen Dachhimmel und wir haben das RS-Logo hier am Lenkrad, was perforiertes Leder ist und Schaltwippen hat. Die probieren wir dann während der Fahrt aus. Und das fühlt sich hier innen schon so nach einem RS-Modell an. Das kommt gut rüber. Es ist halt einfach ein Riesenteil von einem Auto.
Gar nicht so riesig ist natürlich das Kombi-Instrument. Das sind 5,3 Zoll und das kann auch gefühlt nichts. Auch das probieren wir gleich während der Fahrt noch aus. Und hier in der Mitte haben wir nochmal 13 Zoll. Das ist natürlich riesengroß. So, und das heißt, die Höhe und die Art der Darstellung finde ich gut. Ich fände es schön, wenn es ein bisschen zu mir gekippt wäre, weil gefühlt zeigt es mehr zum Beifahrer als zu mir. Was heißt, ich komme nicht richtig ran, ohne mich irgendwie zu recken und zu strecken. Die Geschwindigkeiten sind mal okay, mal nicht so okay. Das ist halt... Also... Und diese Totalausfälle sind halt mein Problem. Warum gibt es bei diesem System Totalausfälle? Was habe ich dann versucht? Auf Werkstellungen-Einstellungen zurücksetzen. Dann hat mein System gesagt, ich kann mich nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Oh, cool. Nice. Dann habe ich ganz lange diesen tollen Taste gedrückt, um den Reset zu machen. Dann hat er auch gestartet, zeigt mir ein schönes VHS-Logo und bla bla bla. Um dann zu sagen, Einstellungen werden geladen. Eine Stunde lang. Und es ging einfach nicht weg. Und dann habe ich eine Pause gemacht, als ich zurück zum Auto kam. Dann ging es auf einmal wieder. Also ich bin kein Freund davon. Das ist wahrscheinlich nicht das tschechische Problem, sondern ein deutsches Problem. Von daher gehen 0 Punkte nach Deutschland. Alle Mann, ihr und das ist ein kleines bisschen, ja, enttäuschend hier einfach. Ganz gut ist, ich muss nicht an unbeleuchtete Taste schauen, wie ich meine Temperatur einstelle, sondern habe das einfach hier oben mit drin. Keine Sitzheizung. Das ist auf jeden Fall ganz gut gelungen. Aber, ja, beim Rest würde ich mir ein kleines bisschen schwer damit tun. Das heißt, im Endeffekt, was macht man? Man geht in sein CarPlay rein, hat das hier oben in einer wunderschönen großen Darstellung und fertig ist und das Ganze ist geklärt. Dann hat man hier vor sich so eine kleine schwarze Leiste. Ich weiß nicht, ob sie nur dazu da ist, abzudecken, dass ich nicht in das Loch vom Head-Up-Display reinschaue oder ob sie meine Kopfbewegungen ein bisschen mittrackt, weil wir haben ein Head-Up-Display mit Augmented Reality. Und das finden wir super. Das heißt, wenn wir hinter einem Auto sind, wird das markiert, dass es der Abstandsradar erkannt hat. Die Spurlinien werden mir angezeigt, wenn ich ihnen zu nahe komme. All sowas. Aber apropos Spurlinien. Ich habe hier zum Beispiel einen Assistenzsysteme-Knopf. Das war beim Fabia, den wir neulich getestet haben, ganz einfach. Da hat man einmal drauf getippt, hat dann hier oben die Assistenzsysteme komplett weggeklickt. Wenn ich hier meinen Spurhalteassistenten weghaben möchte, weil der nervt mich einfach manchmal, vor allem auf der Landstraße, muss ich also sagen, ich gehe auf Set. Also ich mache das Auto mal ein bisschen mehr an. Ich gehe auf Set, gehe auf Assistenten, warte, gehe hier dann da rein und sage hier, oh, aktiv aus. Und das muss ich jedes Mal machen, wenn ich wieder starte. Und warum habe ich meine Sitzheizung schon wieder angemacht? Ich hasse es. Es wurde nämlich langsam warm. Genau, dann gibt es hier unten noch das Thema Modi. Ich kann auch in den Individual-Setting einstellen. Kann auch da wieder sehr feinfühlig regeln, wie weich oder wie komfortabel das Ganze sein soll. Und zum Thema Fahrwerk, wie gesagt, dann gleich beim Fahren mehr. Klassisch der Tempomathebel, den gibt es so seit 20 Jahren in unveränderter Form. Meinen klassischen Lichtschalter gibt es nicht mehr, nur noch einen Taster da. In die Tür passen große Flaschen. Ich kann meinen Kofferraum von hier entriegeln. Und das ist schon alles gut erreichbar. Die Frage ist halt nur, kommst du mit diesem Ding hier zurecht oder nicht? Und wenn es nicht funktioniert, dann flippst du einfach raus in dieser Karre. Los! Starte das verdammte Spiel! Und die nächste Frage, warum brauche ich hier Klavierlack, der einfach nur zerkratzt? Dabei habe ich hier so eine schöne Fläche. Ich kann mein Handy induktiv laden, wenn ich will, dass es kocht. Ich könnte es aber auch per USB-C laden. Man hat hier einen recht kleinen Getränkehalter, das große also an die Seite. Man hat drunter ein schönes Fach, hier nochmal ein Fach. Und ich kann noch Dinge in der Mitte, wo es auch nochmal ein extra Fachfach gibt und ein verschließbares Fach innen noch. Und das ist hier innen beleuchtet. Also diese praktischen Details. Und jetzt Achtung, weil es ein Skoda ist. Die praktischen Details, die hat er alle. Die finde ich gut persönlich. Also das macht mir Freude. Nur damit, weiß nicht. Also Deutschland hat sich die 0 Punkte verdient für dieses System. Ein bisschen ausleuchtender für mich ist dieses riesige Glas da, was hier vorne anfängt. Und ich zeige euch jetzt, wo es aufhört. Hier, bis hier geht es direkt über meinen Kopf, wenn ich hinten sitze. So, und dann hat man hier ja so eine Art Tablet, Smartphone, was auch immer Halterung. Das ist ganz cool, sowas mal gesehen zu haben. Oder passt auch ein großes Gerät mit hin. Also das ist auf jeden Fall ganz cool, wenn man dann hinten sitzt. Das kann man sich noch so hindrehen. Also das ist eine praktische Sache. Auch da wieder die Ideen für die einzelnen kleinen Details bei Skoda finde ich echt gut.
Oh, das Geräusch nicht so. Hier hinten habe ich auch die Carbon-Leisten. Ich kann mich auch vor Sonne schützen. Das ist ganz cool. Beleuchtung separat. Habe Sitzheizung hinten, habe noch zweimal USB-C, habe eigene Getränkehalter mit so Schlaufen. Kann das aber auch als Ablagefach benutzen. Habe hier unten immer separat quasi zum Smartphone reinstecken noch ein zweites Fach vor dem anderen Fach. Isofix hinten, Isofix aber auch vorne. Habe dann hier so eine Durchreiche nach hinten. Das ist echt durchdacht und gut. Also das gefällt mir. Man muss bedenken, wir haben noch einen Komforteinstieg. Das heißt, der Sitz ist gerade nach hinten gefahren, als ich ausgestiegen bin. Und ich habe immer noch mehr als genug Platz. Und ich habe auch genug Platz nach oben. Also bis 1,90 würde ich sagen, überhaupt kein Thema. Und das ist halt das Coole bei diesem SUV-Coupé, dass du genug Platz hast, überall. Und so diese vielen netten Details, die mir persönlich Spaß machen. Tja, wenn dieses Display da vorne jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre es ja richtig positiv, denn wir haben ja am Lenkrad nicht mal Touch gesehen. Das alles macht viel Spaß. Apropos viel Spaß. RS und wir sehen überall Mamba-Grün. Da muss doch mal richtig Power drin sein. Beim normalen Enyaq hatten wir schon gelernt, es gibt einen modularen Elektrobaukasten, auf dem alles basiert, also die ID-Modelle und auch der Enyaq. Und in dem sind wir hier natürlich auch zu Hause. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Und das ist nicht nur, dass er von innen nicht Mamba-grün ist, was ziemlich schade ist, sondern dass man halt gesagt hat, es gibt immer noch den gleichen Elektromotor an der Hinterachse mit seinen 150 kW, also 204 PS, aber du kriegst vorne noch einen. Was dann bedeutet, dass du mehr Leistung und Allradantrieb hast. Das entspricht also dem, was man bei VW als GTX-Modelle bepreist. Das heißt 220 kW, man könnte auch 299 PS sagen, Gesamtleistung. Das heißt 150 kW hinten, 70 kW vorne. Und beim Drehmoment auch, es bleibt bei den 310 Newtonmeter, die hinten sind. Es kommen aber nochmal 162 Newtonmeter an der Vorderachse dazu. Soll ein Systemdrehmoment von 64 ergeben. Ja, rechnerisch wären es 472. Das heißt, wir haben dieses Mehr an Leistung. Das ist aber auch kein leichtes Auto. Zwischen 2,2 und 2,3 Tonnen, je nach Ausstattung. Ai. Ihr müsst euch mal bedenken, wir haben hier einen Skoda, der 4,65 Meter lang ist und 2,3 Tonnen wiegt. Dafür geht natürlich ein Großteil des Gewichts auf den Akku. Der hat 82 Kilowattstunden brutto, 77 netto und er soll 16,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sich davon raussippen aus dem Akku. Wird 180 km/h schnell, also 20 km/h mehr als ein normaler Enyaq und in 6,5 Sekunden geht es von 0 auf 100. Das ist auch schneller als ein normaler Enyaq. Wie sich das anfühlt, probieren wir natürlich gleich aus. Wichtige Infos noch. Wenn ich normal fahre, geht die Leistung nur an die Hinterachse. Die Vorderachse schaltet sich zu bei Bedarf. Das senkt natürlich so ein bisschen ja einfach den Verbrauch. Er ist übrigens auch tiefer als der normale Nicht-RS. Sind vorne 10, hinten 15 mm, die er da tiefer gekommen ist. Und man hat halt optional diese einstellbaren Dämpfer, die wir ja im Innenraum schon gesehen haben. Also ihr wisst ja, was auf euch zukommt, das probieren wir gleich aus. Grundsätzlich hier kann man nicht so viel sagen. Ich glaube, Zuverlässigkeit funktioniert ganz gut. Ladegeschwindigkeit ist natürlich noch wichtig. 11 Kilowattstunden AC, 125 DC und der Verbrauch. Was diese Autos nicht mögen, ist die Autobahn. Und da ist man aber auch ehrlich auf der Skoda-Seite und man kann sich das so ein bisschen durchrechnen. Und dann sagt man, naja gut, wenn du eine normale Fahrweise auf der Autobahn hast, bei aktuellen Temperaturen solltest du 362 Kilometer kommen. Ja, ich glaube, wir sind bei, ja, ich wäre wahrscheinlich bei glatten 300, die ich auf der Autobahn komme, bei Tempomat 130. Da bei Tempomat 130 bin ich bei 22, eher 23 Kilowattstunden gewesen. Und 23 Kilowattstunden ist halt schon viel Strom dafür, dass ich nur 130 fahre. Ich habe vielleicht ein, zwei Mal zwischendurch kurz beschleunigt, war dafür aber auch wieder viel in Autobahnbaustellen drin. Das ist mir persönlich ein bisschen zu viel eigentlich, weil es halt einfach die Reichweite senkt. Das ist halt hier so ein Thema. Geladen habe ich dann somit um die 90 kW, obwohl die Ladesäule 150 hätte hergeben sollen. Naja, aber er wird die 125 schon schaffen, aber halt nicht die ganze Zeit. Das Wichtigere ist doch jetzt aber, wie fährt dieses Auto? Weil 2,3 Tonnen 300 PS klingt in Kombination eigentlich gar nicht so RS-ig, muss ich sagen. Gute Neuigkeiten. Ich brauche nichts zum Thema Anfahren zu sagen. Also wir haben ja einen Motor an der Vorder- und an der Hinterachse. Jeder hat sein eigenes persönliches Einganggetriebe
und macht seinen Job. Wenn man dann irgendwo abgebogen ist, kann man das entweder auf diese entspannte Art und Weise machen, wo man nichts hört, oder man kann halt immer. Und bei diesem Reintreten, da unterscheiden sich auch die verschiedenen Modi am deutlichsten. Das heißt, ich kann ja hier einmal auf Mode gehen und kann dann zum Beispiel sagen, ich bin nicht mehr normal, sondern ich bin im Sport. Und wenn ich dann das Gleiche mache, dann ist er viel direkter und hängt richtig dran. Ja, warum? Weil ja dann auch beide Motoren quasi schon auf Spannung sind, im Wasser des Wortes, und sagen, es kann losgehen. Dann haben wir passenderweise einen Kreisverkehr. So, wenn wir jetzt hier mal reinfahren. So, jetzt fängt er mit Untersteuern an. Ah, eine Runde geht noch. Der Punkt, ein leichtes Quietschen da. Aber das ist super, super stabil, super sicher und fühlt sich nicht nach 2,3 Tonnen an oder so. Also, er verbirgt das Gewicht wirklich gut. Dieser tiefe Schwerpunkt hilft. Am beeindruckendsten am Fahrwerk finde ich aber die Tatsache, da gehen wir jetzt mal wieder raus aus Sport in Normal, die Tatsache, dass ich auf 21 Zoll unterwegs bin und es dem Auto gefühlt egal ist. Und das macht er halt richtig spitze, muss ich sagen. Dieses Zurechtkommen mit den riesengroßen Rädern ist überhaupt kein Problem für das Auto. Da hatte ich nämlich echt Sorge, 21 Zoll auf so einem Auto, geht das gut. Aber egal, ob ich irgendeinen Gullideckel oder was mitnehme, das bügelt der richtig, richtig gut weg. Also das war, ist echt so die für mich beste Neuigkeit hier eigentlich mit an dem Auto oder an dem Fahrwerk gewesen. So, und dann beim Beschleunigen hat man so einen leichten Sound drin, dann fährt man so eine 70 und es ist ziemlich lautlos und wenig, was ich jetzt zum Kommentieren an der Stelle habe. Das sind aber auch in dem Fall gute Neuigkeiten, dafür ist er da. Also du hast doch keine nervigen Geräusche vom Dach irgendwo. Das Thema ist halt nur, wenn du schneller wirst, verbrauchst du mehr Energie. Und ja, du rekuperierst und irgendwas, aber nein, du kriegst die Energie nicht zurück. Apropos rekuperieren. Wenn man dann einen Berg runterrollt, hat man da verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, im Standard, muss man mal verzögern, so. Im Standard sagt er mir neben meinem D für Drive ein A für er besteuert automatisch, wie er rekuperiert. Wenn ich an der linken Wippe ziehe, kriege ich immer mehr Rekuperation in 3 Stufen. Oder ich ziehe an der anderen Wippe, dann wird es weniger Rekuperation. Das sind also keine Schalt-, sondern Rekuperationswippen. Ich kann auch einmal hier in der Mitte mein W-Label einmal nach hinten ziehen, dann geht er in den B für Brake, also in den Bremsmodus, und hat die maximale Rekuperation. Das sind so die Optionen hier. Aber dass ich das hier am Lenkrad mitmachen kann, habe ich persönlich hier und da mal genutzt, finde ich sehr gut. Grundsätzlich unter unserer Geschwindigkeit haben wir auch eine Anzeige, wie viel gerade rekuperiert oder wie viel gerade in Energie ausgegeben wird. Das ist insofern auch spannend, dass wenn das Auto richtig voll ist, er mir sagt, ey, ich kann gar nicht mit maximaler Stärke rekuperieren, das geht gar nicht. Und es fehlt auch bei der Leistung immer so das letzte bisschen. Ich weiß nicht, ob er jetzt nicht im perfekten Temperaturfenster ist oder ähnliches, aber so das letzte Fitzelchen, vielleicht könnt ihr es sehen, fehlt ihm da. Und dazu halt dann immer der Akkustand. Mit diesen Tasten hier, ich kann halt nichts machen. Ich kann nur jetzt sagen, mach die Assistenzsysteme groß, mach die dreigeteilte Ansicht oder mach die Navigation, die in dem Fall jetzt gerade aus ist, groß. Bei Navigation hilft dann Setup-Display mit Augmented Reality. Ja, das ist wirklich gut und macht mir persönlich auch Spaß. Und ich würde sagen, ich suche uns jetzt mal 2 Kurven, damit wir hier ein kleines bisschen was zum Thema Kurvenverhalten sagen können. Aber jetzt noch ganz praktisch, ich kann euch gleich den Standardsprint 70 auf 100, das ist ja so landstraßentypisch, Tempolimit wird aufgehoben, kann ich euch einmal zeigen, dann könnt ihr quasi gedanklich mitsehen. Das heißt, da ist das Schild, wir rollen mit 70 und 100. Über 100 wird der Vortrieb halt merklich weniger. Ihr könnt ja auch mal ein Rechenbeispiel machen und euch überlegen, so die alten RS-Modelle oder auch die aktuellen Neo kommt, die so bei über 200 PS liegen in einem normalen Octavia, was die wiegen. Und der wiegt 2,3 Tonnen, ob dann 300 PS wirklich schon im RS-Modell irgendwo würdig sind. Aber wie gesagt, wie er mit den Rädern und der Masse zurechtkommt, ist ziemlich beeindruckend, und gleich gibt's Kurven. Wir lassen Skodas Vergangenheit, nämlich den ersten Fabia, hinter uns und biegen hier mal ab. Und das ist jetzt zum Beispiel eine enge Kurve. Achtung. So. Also da vorne, das Rad mag das nicht, aber wenn du hier ins Gas reingehst, zack, 100. Das macht er schon gut. Ja, da ein bisschen mehr Leistung. Also das ist jetzt nicht,
Modell Y, man könnte auch die Optik miteinander vergleichen, Performance, so ein Vortrieb ist nicht da. Also vor allem ist es bei 80, 90 oder... Also das ist jetzt nicht das Krasseste, was es da an Vortrieb gibt. Aber das Fahrwerk ist richtig gut. Also wenn du hiermit am Limit vom Auto bist, bist du weit über dem, was auf der Straße offiziell gefahren werden darf. Punkt. Du bist dann einfach nur zu schnell. Und das Auto ist seiner Leistung überlegen. Und das ist zum Beispiel bei einem Performance-Modell von Tesla ja nicht immer unbedingt der Fall. Das ist ja eher so, dass der Antriebsstrang dem Auto überlegen ist. Hier ist es andersrum. Und das ist so die Botschaft. Also Lenkung, Fahrwerk macht mir persönlich viel Spaß. Vor allem, wenn man denkt, 2,3 Tonnen. Dafür fährt das geisteskrank gut gerade. Also das ist wirklich beeindruckend. So, und ich habe jetzt hier eine passende Stelle, dass ich für euch nochmal anhalte. Und wenn wir sagen, hier Leistung ist halt dann das, was am ehesten fehlt, dass wir nochmal uns 0-100 mäßig zusammen hier beschleunigen. Zum Glück haben wir eine schöne leere Landstraße. Und dann gucken wir mal, was punktemäßig rauskommt. Weil es gibt vieles Überzeugendes an dem Auto. Aber allein schon die erste Minute war ja wahrscheinlich für den einen oder anderen abschreckend. So, das heißt, ah ja, ist doch. Oh, hier, warum hat man hier dicht gemacht? Da geradeaus, wo ihr seht, wurden schon Videos gefilmt, wie dieses hier. So. Das heißt, man biegt hier ab. So, gerade niemand da. Sogar niemand. Also wir halten eine Sekunde an, es geht leicht bergab, nur zu eurer Info. Das war jetzt nicht langsam, aber das war auch nicht beeindruckend. Not great, not terrible. What does the decimeter say? 3.6 Röntgen, but that's as high as the meter. 3.6. Not great, not terrible. Hier neben mir steht ein erschreckend gutes Alltagsauto. Ist das jetzt ein super sportliches RS-Modell? Naja, eigentlich nicht, weil das, was ab über 100 kommt, ist jetzt kein super Sport oder sowas mehr heutzutage. Aber du hast aus jeder engen Ecke raus unendlich viel Traktion, ordentlich Drehmoment und bist dann erstmal schnell. Also er hat so zur Hälfte dieses Logo verdient. Du hast aber sehr viel Platz, bewegst über 2 Tonnen in dem Moment. Das sind halt alles so zweischneidige Schwerter. Aber du fühlst dich wohl in dem Auto. Du kommst leise und komfortabel von A nach B. Du hast ein Auto, was mit diesen 21 Zöllern wirklich gut umgehen kann. Das heißt, da steht auf der Habenseite echt viel für ein gutes Auto. Und dann kommt der Preis dazu. Und ich weiß, etliche von euch fallen jetzt halber in Ohnmacht, wenn man hier bei einem Skoda ist, der bei 63,3 startet und mit Ausstattung knapp unter 70 irgendwo liegt. Ich weiß, das ist viel Geld, aber wenn ihr euch heute mal in der Mittelklasse auch bei den nicht elektrischen Autos umschaut, was die so kosten, ist das nicht viel für das, was ich an Ausstattung bekomme. Also ich finde den Preis gut, um ehrlich zu sein. Es ist halt von dem ursprünglichen Skoda-Gedanken relativ weit weg. Andererseits gibt es halt die Möglichkeit, all das zu kriegen, ohne 90.000 zu bezahlen, sondern halt für 70.000. Also das Auto hat einen ganz besonderen Charme und ich habe es auch lieber, als ich es vielleicht haben wollte. Eigentlich. Denn wenn ich damit unterwegs bin und dieses Display spackt irgendwie rum, du flippst einfach nur aus, weil Autos sind heutzutage rollende Smartphones. Die müssen also immer funktionieren. Und wenn du deine Lautstärke nicht laut leise bekommst, dein Navi in Buxtehude ist und du es nicht mal richtig neu starten kannst, dann flippst du einfach nur aus in dem Moment und kommst nicht mehr zurecht. Und sowas ist schade. Das ist schade, weil es vielleicht noch nicht... Es haben sich die Leute Gedanken gemacht um das Design, um Aerodynamik, um Fahrdynamik, haben mein Fahrwerk abgestimmt, was mit diesen Felgen umgehen kann. Und dann verkackt man es auf gut Deutsch wegen sowas. Das finde ich persönlich schade. Die Punkte, ihr seht jetzt die Punkte für den Kopf. Die sind natürlich angelehnt an den normalen Enyaq, den wir getestet haben. Er ist ein bisschen teurer, er ist auch teurer im Unterhalt aufgrund von Reifendimensionen und so weiter und so fort. Das heißt, da fällt er ein bisschen ab von 41 auf 38 Punkte. Er ist aber immer noch genauso komfortabel. Das sind die guten Neuigkeiten. Beim Thema Herz kriegt er ein paar Punkte mehr. Denn er sieht besser aus, finde ich persönlich, vor allem in der Farbe. Er fährt deutlich besser. Dieses Mehr an Leistung hilft dem Auto deutlich, weil es ist ja nicht im gleichen Maßen Gewicht dazu gekommen. Und ja, Ausstattung, Klang, all das ist natürlich gleich geblieben. Das heißt, in Summe
kriegt er da jetzt 37, hat da also 3 weniger, 3 mehr. Am Ende bleibt es bei genau den 75 Punkten. Das heißt, es gibt die normale, vernünftige Familien-ENIAC-Variante und es gibt die hier. Und beide haben hier einen ganz besonderen Charme. Und ich finde das Auto gut. Aber ja, jetzt kann er natürlich die Frage stellen, warum wiegt denn ein E-Auto 2,3 Tonnen? Warum verbraucht es denn so viel Energie? Zum Glück ist ganz viel Energie hinter mir, von daher sehe ich das ganz entspannt. Aber das sind so Fragen, die ihr jetzt beantworten könnt. Und auch vor allem, was ist denn die Lösung für dieses ganze Integrationsmittel-Display-Zeug? Weil ich war kurz davor, mit meiner Faust aus einem Display 2 zu machen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euch bis dann nochmal gute Fahrt. Mehr E-Reviews gibt's hier. Abonniert. Schaut euch jetzt gerne noch die Shorts an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Und natürlich gute Fahrt. Wie flashy darf ein Skoda sein? Wir haben ein Crystal Face mit 131 LEDs, Crystal Lighting, 21 Zoll Felgen mit einem Aeroblade. Und dann ist das Ganze auch noch ein SUV Coupé. Und wem das alles nicht reicht, bestellt Mamba Grün Uni. Darf ein Skoda so flashy sein? Das ist ja nicht nur ein SUV, das ist ein SUV-Coupé, wer braucht denn sowas? Macht das irgendeinen Sinn? Brauchen tut das niemand. Aber das Praktische ist, du hast immer noch 570 Liter Kofferraumvolumen, du hast immer noch die cleveren Lösungen und vor allem, wenn jemand hier sitzt, hat er selbst bei 1,90 Meter noch Kopffreiheit. Ist das dann ein Auto ohne Nachteile und nur ein besserer CW-Wert? Sollten alle SUVs Coupé sein? Vielleicht sollten wir das SUV weglassen? Vielleicht sollten einfach alle Autos Coupés sein? Ich glaube, ich habe die Lösung. Hey, pst, ich hab ein Lifehack entdeckt. Ihr findet einen ID.5 eigentlich gar nicht so schick, aber ihr wollt aber trotzdem einen ID.5 GTX haben, der so fährt. Ja, dann ist ganz einfach. Holt euch einen ENIAC Coupé RS. Der sieht geiler aus, hat genauso die 300 PS Allradantrieb, kostet weniger und du kriegst ihn in Mamba Grün. Und er gibt gut nach. Lauter Vorteile. Lifehack.